Juli, dann würde ich sagen, kommt jetzt wieder der leidige Teil, nämlich Weg bauen. Ob ich mir das gut überlegt habe, ne? Ich denke ja nein. War eigentlich zufällig irgendwer auf einer Halloween-Party letzte Woche? Ich würde einfach mal interessieren, wie viele Joker da rumgelaufen sind. Also wie viele von den neuen Jokern. Ich habe es heute nämlich tatsächlich endlich mal in den Film geschafft. Ich muss sagen, ich fand ihn ziemlich großartig. Also, er ist, glaube ich, überhaupt nicht das, was sich super viele Leute davon erwarten, weil es halt überhaupt kein Standard-DC-Film ist. Halt so gar nicht, ist halt eher so der Arthouse-Film. Aber ich finde das ziemlich großartig. Stehe aber zugegebenermaßen auch ein bisschen auf Arthouse-Filme. Hin und wieder zumindest. Das wird irgendwie ziemlich wirr, oder? Aber passt schon, das ist ein Labyrinth. Das darf wirr sein. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum es das nicht sein sollte. Lass mal gucken. Ich glaube, der tatsächliche Weg, wo es im Moment rausgeht, ist hier. Ja, ziemlich sicher. Also das ist der Weg, wo es weitergeht tatsächlich. Ich habe es auch einmal nachverfolgt. Also es funktioniert tatsächlich. Es gibt halt einen, und zwar nur einen Weg, hier durch den ganzen Kram durch, von hier nach hier oben, indem man zwangsläufig hier dran vorbeikommt. Also das ist bislang alles schön. Das soll auch so. Es wird halt nie irgendjemand dieses Labyrinth ablaufen. Halt. No way, weil das halt einfach Stunden dauern wird. Aber für mich selbst ist das wichtig, zu wissen, dass das eigentlich so funktioniert. Das hätte ich auch einfach haben können. Na, egal. So. Gott, wie mache ich das denn mal hier? So. Dann so. Dann so. Sieht okayisch aus. Ich denke, das geht so klar. Dann machen wir das so. Wird schon passen. So, kann ich jetzt theoretisch einfach hier das Ding draus. Ja, das ist doch ziemlich gut.
Dann können wir das hier nämlich so machen. Können hier immer so lang gehen. Kriegen hier so ein bisschen diese ganzen Verschwurbelungen raus. Also dieses ganze, was hier irgendwie so viel ist, so zack, 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 dass man das alles irgendwie so ein bisschen angleicht, dass sich das nicht irgendwie ewig fortsetzt. Das ist zwar so eine ganz nette Idee, muss jetzt aber auch nicht für immer so angehen. So, da können wir ruhig mal wieder ein bisschen dichter an die Bäume ran. Nicht so gut überlegt hier, wa? Wobei. Meh. Kann man das irgendwie besser machen? Irgendwie nicht, oder? Passt schon. Die Kunst, ein Labyrinth zu bauen, ne? Nicht so einfach. Vor allem muss ich hier meinen Überblick behalten, wo es dann tatsächlich weitergeht. Das sieht voll komisch aus. Aber passt schon irgendwie. Hier unten sieht eh alles irgendwie ein bisschen komisch aus, das geht schon klar. Einfach einen hinsetzen, das geht und dann. Ja, das passt doch. Aufpassen, dass das hier keine komplett losen Teile gibt, sondern schon noch alles irgendwie miteinander verbunden ist. Und dann zwar vielleicht so, und das geht. So, jetzt ist das Ding aber noch komplett lose. Das geht dann tatsächlich einfach hier ran. Verbindest dich einfach hiermit. Das geht so. Oder haben wir jetzt irgendwo eine komplett geschlossene Fläche gemacht? Könnte. Kurz gucken. Ja, das sieht mir hier irgendwie zu. Also, nee, ist es halt nicht. Ist halt hier hinten offen. Ich finde das nicht so in Hit, um ehrlich zu sein. Verbindung da wegnehme. Dann haben wir halt gar keine Verbindung mehr nach oben, ne? Ich muss da kurz mal ein Stück weglaufen. Ich brauche da mal die komplette Übersicht drüber.
So. Also hier ist letztendlich das, wo wir hin... Man könnte natürlich auch hier weitergehen. Ja, wobei eigentlich geht das, oder? Ich könnte die Ecke da noch wegnehmen, aber wobei, das ging ja eigentlich wahrscheinlich sogar wirklich. Orientierung, da muss ich hin. Noch mal kurz gucken. Ich wollte die Ecke da wegnehmen. Ja, macht es besser. Definitiv. Und es funktioniert trotzdem noch, oder? Wenn jetzt irgendwas was lose ist. Da kommen wir so irgendwie hin. Das passt schon. Jetzt ist aber, glaube ich, dieser eine Mittelstreifen hier lose, ne? Ja, genau. Jetzt müssen wir den nur noch irgendwo wieder dran packen. Und das können wir theoretisch einfach hier machen. Das ist gar nicht so das Problem. Dann hängt das letztendlich alles damit dran. Ja, das funktioniert. Ist das Ding jetzt auch mal verbunden? Das Teil. Ja, das geht. Das geht. Da müssen wir, glaube ich, mal gucken, dass wir ein paar weniger Verwurstelungen machen. Hier oben ist das alles ein bisschen geradliniger. Das ist tatsächlich ganz okay. Das darf es hier unten auch gerne wieder werden. Muss es ja auch nicht zu sehr übertreiben. Mal hier so lang. Landen damit letztendlich da dran. Damit ist das unser Ende, wo wir hin müssen. Wir können hier noch ein bisschen Shenanigans machen. Wie machen wir das am besten? Am besten gar nicht, wie es scheint. Leben. Dann das ist so auch okay. Schwer. So. Kann ich da zumachen? Oder will ich das lieber da anknüpfen? Ich glaube, ich möchte es tatsächlich lieber hier anknüpfen. Ja, definitiv besser. So, macht das alles noch Sinn? Ja, doch, das passt alles noch sehr gut. Okay. Doch, Gott.
Jetzt machen wir das so. Ja, machen wir so. Kommen wir denn hier eigentlich her? Was ist denn da so der Ursprungsweg hier hin? Noch nirgendwo, ne? Oh Gott, kommt das lecker auf einmal her. Ach doch, da haben wir die Anknüpfung an da oben. Okay, das heißt, wir kommen tatsächlich von hier. Das heißt, wir müssen das nicht, wir dürfen das nicht mit dem Rest verbinden. Nicht nochmal, sondern das muss tatsächlich hier irgendwo ins Leere laufen. Das ist aber okay, das kann das gut und gerne machen. Das funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle, aber gucken wir gleich mal. So. 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 Na, doch, das geht. Verbinden dann. Ich habe gerade überlegt, ob ich die beiden nebeneinander liegenden Enden da gerade noch miteinander verbinde, aber dann so, nee, machen wir mal nicht. Machen wir mal nicht. So, wir kommen letztendlich hier raus, denke ich, wird so der Deal. Und dann ist der richtige Weg tatsächlich erstmal wieder nach oben. Gemeinerweise. Soll ich wirklich erstmal einen langen Weg bauen und dann den Rest einfach nur drumrum? Nein. Na, wobei, scheiß drauf. Geht auch so. Den Rest einfach nur auffüllen. Vielleicht ist das einfach der sinnvollere Weg. Ich denke schon. Natürlich voll der Spoiler, ne? Hier schon so den offensichtlichen Weg durch hat. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit dieser Form hier so glücklich bin, aber wir lassen das einfach mal so. Ich finde, das geht mal klar. Wir können da sogar noch einen näher ran, sehe ich gerade. Machen wir das doch vielleicht mal. So, dann
geht das dann da irgendwo weiter. Das ist okay. Dann müssen wir nur noch den Rest hier auffüllen. Dann haben wir aber zumindest, kriegen zumindest heute eine kurze Seite fertig. Das Problem ist, ist dann ungefähr... Na, wobei, von der Masse her ist es ja gleich. Letztendlich, die Teile hier sind zwar länger, dafür halt schmaler. Und das sind ja, jetzt lasst mich kurz überlegen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne, es sind 7 in der Breite, ne? Es ist schon 7 mal 7, oder? Man sieht das halt nicht mehr so gut. 1, 2, 3, 4, 5, ja doch, 6. 7 auf jeden Fall so und in der Höhe müssten es auch 7 sein, ziemlich sicher, oder? 2, 3, 4, 5, ja. Okay, das heißt tatsächlich hat das hier, also von hier bis hier ungefähr, die gleiche Fläche zu füllen wie von hier bis hier. Das heißt, wir haben dann tatsächlich, wenn wir das hier jetzt noch voll machen, zumindest vom Grundweg her, also vom Sandweg, ein Viertel fertig. Immerhin. Verdammt. So, dann fahren wir hier nochmal rum. Kann eigentlich gerade irgendwer was im Kino empfehlen? Also erstaunlich, dass ich das frage, aber also mal abgesehen von Joker, ist im Moment so, will ich den Addams Family Animationsfilm sehen? Puh, weiß ich nicht. Brauche ich halt, glaube ich, nicht. Genauso weiß ich noch nicht, ob ich mich dazu durchringen kann, den neuen Terminator zu gucken. Ist halt auch so. Ja, gut, könnte man jetzt machen, aber es ist alles nichts, wo ich sage, jo, dafür gehe ich jetzt sofort ins Kino. Versteht ihr die Problematik? Ist halt so, ja, prinzipiell, aber ich bin tatsächlich seit langem mal wieder so an dem Punkt, wo ich sage, okay, ich gucke mir halt nicht jeden Scheiß an, sondern ich möchte halt schon gerne was sehen, was sich auch irgendwie halbwegs lohnt. Also zum Beispiel nicht so ein Content hier. Immerhin über 10 Leute sehen wir. Ja. Aber ins Kino gehen würdet ihr dafür nicht. So. Was ich kostenlos zu Hause auf der Couch gucke, ist was ganz anderes. Aber halt freiwillig aus dem Haus bewegen und mich 2 Stunden irgendwo anders hinsetzen? Schon Filme gesehen mit weniger Leuten im Saal. Tatsächlich waren, als ich heute Nachmittag Joker geguckt habe, aber es war zugegebenermaßen halt auch die Vorstellung um 15.15 Uhr,
waren, ehrlich gesagt, keine Ahnung, aber ich würde sagen, auch keine 10 Leute im Saal. Trotzdem möchte ich behaupten, dass Joker deutlich sehenswerter ist, als wie ich hier versuche, mir ein Labyrinth zusammenzupuzzeln. Ich muss darauf achten, dass ich hier nichts komplett zubaue, aber das geht hier alles noch irgendwie wieder raus. Ja, das geht. Okay. Hier ist spannend bis zum Schluss. Und der nächste Kommentar, ich gehe mal knacken, schlaf gut. Schön, danke Ryu, gute Nacht. Vielen Dank für diese Motivation zum Abschluss. Aber ja, bei Joker weiß man, wie es ausgeht. Finde ich aber auch ein bisschen gut, weil du halt einfach weißt, dass es in dem Sinne kein Happy End hat. Ich finde das super, von vornherein zu wissen, es gibt kein fucking Happy End. Ist einfach mal sehr erfrischend. Nein, nicht so. Nicht so. Ach Gott, das ist ja dann schon die Ecke. Ups. Okay. Das ging schneller als gedacht. Was mache ich denn mal hier raus? Können wir das so machen? Ach, können wir total, voll gut. Damals bei Titanic im Kino auch so überrascht, dass die Leute echt glauben im Film, dass das Schiff jetzt nicht untergeht. Ja, gut. Das ist dann tatsächlich ein bisschen naiv. Ich meine, auf der anderen Seite bin ich halt auch immer noch sehr überrascht, wie viele Leute nach dem Trailer oder nach den Trailern von Joker wirklich halt einen Standard-DC-Action-Film erwarten. Und dann entrüstet darüber sind, dass es halt ein Dialog, naja, nicht dialoglastiger, aber halt ein Film, ein eher Arthouse-mäßiger Film mit Fokus auf Charakterentwicklung ist. So, irgendwie, ich meine, ich finde, das war abzusehen, aber okay. Ich glaube, mein Highlight von wegen wenig Besucher in dem Film war tatsächlich, als ich mir mal in der Spätvorstellung letztes Jahr, vorletztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr, wann da rauskam, wahrscheinlich schon eher vorletztes Jahr, A Quiet Place angeguckt habe. Nee, es muss letztes Jahr gewesen sein. Aber da saß ich tatsächlich allein in der Vorstellung. Und das war tatsächlich ziemlich okay. Musst du noch was schaffen heute Abend? Viel Spaß und einen hohen Spannungsbogen. Vielen Dank, dir auch. Also, ich weiß nicht, ob du Aussicht auf einen hohen Spannungsbogen hast. Ich müsste heute Abend eigentlich auch noch ein bisschen was schaffen, weil nach meiner Aktivität am Wochenende sieht die Butze hier aus wie Sau. Aber
so ein typischer Fall von, ach, das kann ich morgen auch noch machen. Von daher. Und Hai Kabayashi, guten Abend. So, ist da was? Ist das nichts? Ich stelle fest, tatsächlich ist einen Weg bauen und den Rest auffüllen deutlich einfacher. Dragan, guten Abend. Gott, ich habe so vielen Leuten zwischendurch nicht Hallo gesagt. Jeremias, hi. Und Entropiewurm habe ich auch überhaupt nicht Hallo gesagt. Habe ich vorhin total ignoriert. Sorry. Ich war irgendwie gedanklich so in, wie kann ich diesen Weg hinbauen, dass ich hinterher noch halbwegs zufrieden damit bin. Beschäftigt. Dass ich das irgendwie völlig ignoriert habe. Frickelige Steuerung ist frickelig. Oh, gut, dass mal wieder was aufsteigt. Wir müssen garantiert Obst verkaufen. Wer konnte damit rechnen? Verkaufen wir doch mal ein bisschen Obst. Ja, lange nicht gemacht. Gott, wo bin ich? Da muss ich hin. Wir könnten, glaube ich, auch mal unsere 1000 Goldnuggets gegen irgendwas eintauschen, aber ich weiß nicht für was. Kosten die Medaillen 10 jeweils oder 100? 20? Ich habe keine Ahnung mehr, ich muss gleich mal gucken. Also nicht, dass ich die Medaillen noch für irgendwas brauchen würde, aber... Oh Mist, das wollte ich gar nicht... Das war total dumm. Hier wollte ich hin. 10 zu 1. Wir können uns 100 Medaillen damit holen. Brauchen wir aber nicht. Das ist halt der Punkt. Wir haben halt über 900. Brauch halt nichts davon. Ich glaube, ich lasse das einfach so. So, will ich noch was verkaufen? Fisch oder so? Wir können in Wirklichkeit mal kurz wieder die Häuser abgrasen. Ich glaube, so viel Zeit sollte rum sein. Jawohl. Weil ich diese ganzen Tickets halt auch niemals aufbrauchen werde. Ich glaube, das können wir uns auch bald schenken. Kurz oder lang kommen eben auch die letzten Farmhelfer hier weg. Also die letzten, es sind halt immer noch 5, 6, 7, 8, 9, sind immer noch 10 Stück. 11 mit dem da hinten. Von maximal 15, die man haben kann. Aber... Weiß ich auch nicht, mit über 4000 Tickets. Wird zu überschlagen, das sind 2000 Stunden durch, sagen wir mal, grob 10. Kann ich als sämtliche Farmhelfer, die ich habe, noch knapp 200 Stunden beschäftigen. 200 quasi Ingame-Spielstunden. Das ist eine Menge. So viel habe ich insgesamt nicht mal in dem Spiel. So, dann würde ich sagen, machen wir hier jetzt mal die Hecken.
Und dann können wir tatsächlich mal so von hier ungefähr, hier oben würde ich gerade mal noch nicht, aber dann theoretisch, weiß ich noch nicht, ob ich das heute noch mache, aber dann hier tatsächlich mal alles mit Bäumen auffüllen. Und dann ist die Seite hier tatsächlich fertig. Gute Sache. Na dann, auf zum großen Heckenspaß. Eigentlich zufällig wäre Carnival Row auf Prime gesehen. Ich habe da jetzt irgendwie neulich mal mit angefangen. Glaube ich jetzt die ersten drei Folgen gesehen und finde es von der Grundidee her, glaube ich, ganz geil. Ich weiß halt noch nicht so. Also ich will auf jeden Fall weiter gucken, aber es hat mich noch nicht so 100% irgendwie überzeugt. Es ist im Moment noch so, okay, es könnte halt, die Staffel könnte noch richtig cool werden oder am Ende halt so total lame. Ich meine, wenn das am Ende so ein Erlebnis wird, wie ich mit Man in the High Castle hatte, wo ich einfach am Ende der ersten Staffel so angepisst war, dass nicht eine einzige Frage beantwortet wurde. Also ich meine, es ist halt okay, dass sie halt nicht sagen, hey, das ist übrigens der Man in High Castle. Boop, das war's. Ist halt schon in Ordnung. Aber es wurde halt wirklich so gar nichts gelöst. Da war ich so angefressen davon, dass ich aus Protest die zweite Staffel einfach nicht mehr geguckt habe. Zweierblöcke, ne? Sind schon tatsächlich eher. Ach, komm schon. Schon eher schrecklich. Warum habe ich das so gebaut? Kann ich doch nichts mit dem Traktor machen. Sieht nach einer Menge Spaß aus, was ich davor habe. Auf jeden Fall, es ist, also. Ich weiß gar nicht, wie ich diese Menge an Spaß und Unterhaltungswert und Verbitterung und Verzweiflung in Worte fassen soll.